Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Gilmore Girls komplette Serienbox. Alle weiteren Informationen zu dieser Serie und der Box, so natürlich auch die Links zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Gilmore Girls, die komplette Serie plus ein neues Jahr lesen wir hier. Und einen FSK 12 Hinweis haben wir hier noch. Wir werden das Ganze mal aus der Folie befreien und uns dann im Detail ansehen. So, am besten wahrscheinlich gleich hier oben öffnen. So. Gut, obwohl die Folie weg ist, ist uns jetzt dieser FSK 12 Aufdruck erhalten geblieben. Liegt daran, dass das kein Sticker auf der Folie war, leider auch kein Sticker auf der Box. Nein, das Ganze ist hier aufgedruckt. Auf der Vorderseite haben wir dann Gilmore Girls, die komplette Serie stehen, plus ein neues Jahr. Das liegt daran, dass ja ursprünglich 7 Staffeln produziert wurden, hier 1 bis 7. Und dann, ich glaube letztes Jahr, 2017 muss das gewesen sein, kam diese zusätzliche Staffel noch raus, Gilmore Girls, ein neues Jahr, die das Ganze 10 Jahre nach dem Abschluss der 7. Staffel zeigt und eben das Leben der beiden Damen hier 10 Jahre danach. Wir haben hier links die Mutter, rechts die Tochter, Lorelei links, Rory rechts, FSK 12 Aufkleber bzw. ja, Aufdruck. Auf der Oberseite lesen wir ebenfalls Gilmore Girls, die komplette Serie plus ein neues Jahr. Dann haben wir hier diverse Bilder, diverse Eindrücke der Serie, DVD, Video und Warner. Und dann haben wir hier die Infos, die komplette Serie plus ein neues Jahr. Also hier in 7 Staffeln, ich lese mal kurz den ersten Satz vor. In 7 Staffeln bestimmten die Liebe und das Lachen das Leben der Gilmore Girls, nämlich der schlagfertigen Lorelei in ihren 30ern, die sehr eng mit ihrer heranwachsenden Tochter Rory verbunden ist. Und dann haben wir eben hier noch diese zusätzliche Staffel, Nummer 8, eben ein neues Jahr. Fast 10 Jahre nach dem Ende der Originalserie startet nun Gilmore Girls ein neues Jahr. Dann hier wieder jede Menge Bilder. Und dann haben wir natürlich auch noch auf der Unterseite die Infos bzw. die Details zur Serie. Also das Ganze in Deutsch und Englisch, diverse Untertitel, 153 Episoden à 42 Minuten, 4 Episoden à 88 Minuten, also das ist eben die letzte Staffel mit 4 Folgen zu je 88 Minuten, 44 Discs, das ist eine Menge, und hier eben noch die ganzen Details zur Auflösung etc., Barcode und Credits. Dann haben wir hier eben 8 DVDs oder 8 Cover in diesem Boxhalter drinnen. Wenn wir mal rausholen. So. Von innen ist diese Box glatt weiß. Und dann haben wir jetzt hier die komplette Staffel 1 zum ersten. Gilmore Girls, die komplette erste Staffel. So sieht das aus. Und dann haben wir hier die ganzen DVDs. Dann Staffel 2. Diese spannenderweise FSK 0. So sieht das aus. Dann die dritte Staffel, diese auch wieder, FSK 0. DVDs ohne Ende. Dann Staffel 4, diese in dem Fall wieder ab FSK 6 freigegeben. So sieht das aus. Dann die fünfte Staffel. Die sind in dem Fall in rosa. Wieder ab 0 Jahren freigegeben.
haben wir natürlich noch die sechste Staffel, diese ab 6 Jahren freigegeben. In diesem Fall in so einem dunkelblauton. So sieht das aus. Staffel Nummer 7. Wieder ab 0 Jahren. Also das ist das damalige Ende von Gilmore Girls. 7 Staffeln hat das Ganze gedauert. Und dann eben mit einiger Verzögerung oder einigen Jahren nach dem Abschluss der Serie kam dann noch das hier, ein neues Jahr. Das ist auch scheinbar die einzige Staffel, die ab 12 Jahren ist, alle anderen ja ab 0 bzw. 6 Jahren freigegeben. Girls sind zurück. So sieht das aus. Und nachdem hier ja wirklich nur 4 Folgen sind, 88 Minuten, ging sich das Ganze hier auf 2 Discs aus. Also wir haben hier 2 Folgen noch und hier 2 Folgen noch. Diese nach den Jahreszeiten betitelt Winter, Frühling, Sommer, Herbst. Ja, so sieht das aus. Wir werden das Ganze mal wieder in die Box reinpacken. So, also, so sieht das aus. Die 7 Staffeln relativ stimmig designt. Zu verschiedenen Farbtönen, aber von der Schrift und von der generellen Gestaltung sehr ähnlich. Die 8. Staffel, also ist es ein neues Jahr, fällt hier etwas aus dem Rahmen von der Gestaltung, aber ist wahrscheinlich auch so gewollt gewesen, dass das nicht eben nahtlos an die 7. Staffel hier anknüpft, sondern wirklich mit etwas ja, Zwischenzeit oder mit etwas Distanz zwischen diesen beiden Episoden, diesen 7 Staffeln und dann der 8. zu sehen ist. Wir fassen noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Box befindet. Wir haben einmal diese Halterung, diese Kartonbox und in dieser Box dann eben diese 8 Staffeln Gilmore Girls, 7 Staffeln plus ein neues Jahr. Sieht ganz nett aus. Der Karton ist auch relativ stabil gehalten und macht sich im Regal, je nachdem wie man das reinstellt, ob es jetzt so ist oder so rausstellt, macht auf jeden Fall einen guten Eindruck, meiner Meinung nach. Also, 8 Staffeln Gilmore Girls, das alles in dieser wunderbaren Box. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dieser Serie bzw. dieser Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr diese Serie feiert, falls ihr Gilmore Girls unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.